Herr Schumacher, Relegationsspiel, packendes Relegationsspiel für sich entschieden. Aufgestiegen in die Verbandsliga. Was geht in Ihnen vor? Ja, wir sind natürlich sehr froh und glücklich, dass wir das für uns entscheiden konnten. Es war kein einfaches Spiel. Ich glaube, wir haben heute zwei Mannschaften gesehen, die relativ lange auf Augenhöhe miteinander gekämpft haben. Wir haben dann das Spiel mit dem 2-0 eigentlich entschieden, haben noch ein paar Konterchancen gehabt. Jetzt sind wir mit Sicherheit zufrieden mit dem Ergebnis. Das Spiel ist ein Relegationsspiel, das ist do or die, das kann passieren, da kann man gewinnen oder verlieren. Also für uns ist das eine tolle Sache und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das realisieren konnten. Ich habe es ja einen Tick stärker gesehen. Wie haben Sie es gesehen? War es ein Spiel auf Augenhöhe? Ich glaube, wir haben uns die Mutschelbacher auch angeschaut. Die haben sehr gute Leistung, sehr gute Mannschaft gemacht. Wir haben lange auf Augenhöhe gespielt. Es gab zwei, drei Situationen, wo wir vielleicht früher die klaren Torechancen haben und die Tore machen können. Versäumen das, dann ist das lange, lange Zeit offen, so ein Spiel. Und ich glaube, am Ende haben wir ein bisschen erfahrenere Leute auch dabei gehabt, die da auch dazu beigetragen haben, dass das Spiel dann zu uns gekippt ist. Es gab eine kuriose Szene, eine Fairplay-Szene. Können Sie dazu vielleicht aus Ihrer Sicht etwas sagen? Gut, ich sehe die Aktion und hatte damit gerechnet eigentlich, dass der Schiedsrichter da pfeift. Hat es nicht getan, weil ich dann läuft die Situation weiter, der Daniel Gulde setzt sich durch oder der Nelson in Sova und der Thorsten Kniel macht es dann unnachahmlich in Knipser-Manier. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an, dann gibt es Proteste und der Daniel wird befragt, ob es dann für ihn Foulspiel war, so habe ich das jetzt nachvollziehen, wenn ich das so richtig nachvollziehe. Und er hatte gesagt, dass er Foul gespielt hat. Das ist natürlich im Fairplay eine sehr große Geste, das muss man fairerweise sagen. Das ist echt top, gerade es geht um so viel, man hat die ganze Saison gearbeitet und dann, sage ich jetzt mal, die Mumm zu haben und zum Schiedsrichter zu gehen, ja, es war ein Foulspiel. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob der Schiedsrichter es einfach nicht gesehen hat, das ist ja nicht wie ein Abseits, wo er sagt, ich stand im Abseits, habe mit der Hand gespielt. Wenn der Schiedsrichter es gesehen hat und nicht so bewertet hat, verstehe ich nicht so ganz, warum er denn dann am Ende das Tor zurücknimmt. Ich habe den Trainer der Gegnermannschaft interviewt, der hat gemeint, er hat ja auch Fußball gespielt, er hat nicht gewusst oder er hätte nicht gewusst, ob er selber das Foul zugegeben hätte. Wie sehen Sie es und was hat es Sie in dem Augenblick vielleicht sogar geärgert, dass er dann quasi dazu beigetragen hat, ja, das Tor zurückzunehmen, euer Spieler? Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, das gebe ich auch offen zu und ich glaube auch schon ein Stück weit so ein bisschen an Karma. Ich glaube, in dem Moment zahlt sich das dann aus, dass man da ehrlich gewesen ist, dass man fair gewesen ist und wir haben das Spiel zu Recht gewonnen. Wenn wir am Ende da gestanden wären, hätten verloren, hätten wir wahrscheinlich anders reden müssen, das ist auch vollkommen klar, aber so können wir natürlich sagen, es war eine Fair-Play-Aktion, die hervorragend war in seiner Durchführung, aber ja, muss man gucken, dass man das für sich wertet und das hat der Daniel gemacht und hat in dem Moment so entschieden und wir stehen dahinter ihm. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ihr verloren hättet, hätte er vielleicht Ärger für diese Meldung bekommen? Nein, Ärger hätte er dafür keinen bekommen. Wir stehen hier unter unseren Spielern die ganze Zeit, die ganze Saison, in guten und in schlechten Tagen. Das ist wie bei einer Ehe. Und ich glaube, das haben sie sehr, da sind wir hinter dem Daniel und stehen hinter ihm. Gut, zurück zum Spiel insgesamt. Was hat heute das Spiel entschieden in Ihren Augen? Ja gut, wir haben halt, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Der Damien Pritchard trifft den Ball sehr gut, schlägt da ein zum 1-0, dann gibt es die Aktion zum 2-0 und das war dann im Endeffekt der Knackpunkt. Als das 2-0 gefallen ist, hat Mutschelbach eigentlich nur noch ein paar Chancen gehabt. Wir haben Konter gehabt, können gegebenenfalls sogar noch das dritte machen oder das vierte. Von daher am Ende vollkommen in Ordnung nach dem Spielverlauf, glaube ich, dass wir da als Sieger in die Verbandsliga aufsteigen. Was bedeutet der Aufstieg jetzt für Ihre Mannschaft? Für unsere Mannschaft bedeutet das natürlich in der ersten Konsequenz viel Feierei und Spaß und gute Laune. Aber wir wissen ganz genau, dass wir auch viel mehr Arbeit haben, auch im Team, um das Team herum, dass wir alles geben müssen, um in der Verbandsliga eine ähnliche oder eine gute Rolle zu spielen. Was wir natürlich vermeiden wollen, ist gleich wieder runterzugehen, weil wir natürlich auch viel, viel Arbeit in dieses Team reingesteckt haben. Und wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Ja. Was haben Sie sich insgesamt mit dem Verein und mit dieser Mannschaft vorgenommen und was kann man für die nächste Saison, was hat man da für Ziele angepeilt? Ja gut, jetzt gehen wir erstmal in die Pause, das ist klar. Wir geben den Jungs erstmal die Ruhe, dann schauen wir, wer dann am ersten Training auch tatsächlich auf dem Trainingsplatz steht. Mit der Mannschaft arbeiten wir dann auch
Und wir gehen mit Sicherheit in die Verbandsliga und wollen im gesunden Mittelfeld spielen und wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Herr Schumacher, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und frohes Feiern noch. Dankeschön.